Kein Anstehen mehr beim Einchecken, kein lästiges Hin- und Hergereiche von Reisedokumenten. Künftig sollen Fluggäste beim Boarding einfach am Gesicht erkannt werden. Völlig kontaktlos und das selbst mit Mund-Nasen-Schutz. Möglich macht dies eine Technologie, die die Lufthansa als Mitglied der Star Alliance von heute an in Frankfurt und München bei ausgewählten Flügen einsetzt. So einfach geht's mit den neuen biometrischen Gesichtserkennungsscannern der Lufthansa. Nicht einmal den Mund-Nasen-Schutz müssen Fluggäste noch abnehmen. Das Gerät scannt Haaransatz, Ohren, Augen und weitere Merkmale in Sekundenschnelle ab. Und schon ist der Weg zum Flugzeug frei. Man braucht keine Bordkarte mehr vorzeigen und rausholen. Man guckt einfach in die Kamera, es ist sehr einfach. Natürlich, in heutiger Zeit kommt ein ganz wichtiges Thema dazu, nämlich Infektionsschutz. Die Lufthansa ist heute die erste Fluggesellschaft, die dieses kontaktlose System in Europa einsetzt. Zur Nutzung müssen Passagiere sich vorab per App registrieren und zusätzlich ein Foto von sich hochladen. Dieses wird durch einen Algorithmus verschlüsselt und in einen Zahlencode umgewandelt. Die Sorgen in Bezug auf Datenschutz daher gering. Natürlich habe ich mit jedem Datensatz, den ich irgendwo speichere, mehr Daten, die natürlich abgegriffen werden. Aber in diesem Fall ist der Datensatz minimal und somit eigentlich unbedenklich. Eine Verknüpfung mit den Grenzkontrollsystemen ist zwar nicht möglich, doch an anderen Stellen soll es durch den Scan für den Passagier künftig ebenfalls einfacher und schneller gehen. Wenn er seinen Koffer abgibt, vor der Sicherheitskontrolle, beim Boarding, nach und nach werden wir alle diese Prozessstellen mit diesem neuartigen Verfahren ausstatten. Die biometrische Technologie der Zukunft. Heute wird sie erstmals auf 10 Flügen von Frankfurt am Main und München aus eingesetzt.